morgens 9:30 in Deutschland. Gibt es da Schöneres, als Zombies einfach Köpfe von ihren Rümpfen zu schießen mit über 60 Rotflintenschüssen? Oh ja. Wir sind vorbereitet. Für Resident Evil. Eigentlich auch als Zombie jetzt dazu, weil du hast ja schon deine... Kannst du einmal bitte Stars sagen in dieser Stimme? Stars. Das ist schon ganz gut, ne? Hin, Stars. So haben sie es gemacht. Die haben den Typen erstmal richtig fertig gemacht und dann bitte in die Tonkabine. Ja, Simon hat seine Montagmorgenstimme nach das einer, ist wirklich... Es ist 10 Uhr morgens. Partywochenende. Wir hatten ein schlimmes Partywochenende. Ich war auf... du warst nicht da. Ich war nicht da. War Gregor da? Ich hatte ein langes Wochenende. Warst du auch nicht da? Nee. Jay, unser allseits beliebter... Mitstreiter seit vielen Jahren und vor allen Dingen Animator, wurde 40. Und das ist immer ein sehr trauriger Anlass. Oh. Da versucht man sich zu betäuben. Lass noch ein letztes Mal an den Anschein der Jugend festkrallen. Ja, mit Alkohol Mal, und Spiegelbildern. Ein letztes Mal tanzen und mit Menschen reden. Ja, und das war laut und toll und laut und toll und laut. Und deswegen ist meine Stimme im Arsch. Aber wen kümmert's? Ihr macht das schon. Ich habe die Gelegenheit mal genutzt, während ich auf euch hier unten schon gewartet habe. Ich habe ein bisschen die Sachen sortiert. Das hast du bestimmt mit Absicht gemacht, Fabian, oder? Ja, weil hier stand gerade, der Termin war zwar festgeschrieben, ich aber... Ich habe damit nichts zu tun, mit dieser Termin. In unser Dispo, das ist das, was wir jeden Tag bekommen, wo dann steht, zu welcher Uhrzeit wir wo sein müssen, stand das nämlich nicht direkt drin. Deshalb sind wir ein bisschen zu spät, aber Fabian war schon hier und hat sortiert. Erinnert ihr euch, wir mussten irgendwo das Mixed Oil, das Power Cable und die Sicherung benutzen, genau, ne? Genau, weißt du nicht mehr, wo? Im Waggon. Das also, ist schon ein paar Tage wieder her. Waggon. Der Waggon ist oben links, oder? Ist der nicht hier nee, irgendwo? Nee, der ist oben rechts. Ich glaube auch. Ja, du musst, guck mal auf die obere rechte Seite, das ist dieses... Du bist ja auch noch im falschen Areal. Bin ich? Nee, du bist schon richtig. Ich kann irgendwie nicht scrollen gerade. Ach so. Nein, doch, da oben ist der Waggon, oder? Ist nein. Der das nicht? Nein. Nee, das ist, glaube ich, das ist diese Ecke, wo die Wunde war. Ja, Simon hat recht, wir sind im falschen Areal. Können wir ganz kurz nochmal festhalten, Simon hat recht. Ja. Ihr müsst da oben hoch. Das ist hier die explodierte Tankstelle gewesen. Nee, das ist der Durchgang. Der Autowerkstatt. Wir sind doch letztes Mal in die untere Map gelaufen. Genau. Damit wir mit dem Wasser und so. Kurzfassung ist, wo gehe ich jetzt hin? Du kannst mal Select drücken, dann siehst du nämlich... Da kannst du aber nämlich die Downtown. Ihr müsst genau da. Einfach hin! Da unten! Und hier jetzt oben! Also hier oben rechts, oder was? Ja. Ja. Dahin? Ja. Okay, dann merken wir uns mal einmal den Weg. Das hier ist raus. Ja nicht so schwer. Raus und dann. Nach links? Nach links drehen. Ich glaube, das Areal ist voll von diesen komischen Viechern. Jetzt bin ich ein bisschen angeschlagen. Wir haben leider keine grünen Kräuter mehr. Hast du denn kein Spray? Doch, Spray hätte ich aber. Falls du noch einmal gebissen wirst. Nimm mal eins mit dir. Es wäre halt schade, wenn wir jetzt sterben, weil wir können nicht mehr speichern. Oh, ja, ich habe jetzt alles sortiert, dann wäre alles hinfällig. Das du steuerst. Wäre meine Woche gleich gelaufen. Ja, das ist gleich der größte kritische Punkt jetzt hier. Ansonsten sterben kein Problem, aber nicht mehr. Das hatte ich ganz vergessen. Ich auch. Das war auch noch ein Rumrennen. Denk dran, du kannst nicht speichern. Bist du richtig rum wenigstens? Ja, bist du. Okay, jetzt. Oh Gott, ich hoffe, der kommt nicht durch die Tür. Irgendwie glaube ich schon. Ja, meist kommt er ja, wenn du außerhalb des Bildes bist, dann hörst du nur einen Sound. Damit das ist hier oben das große Areal gewesen. Das müsste die Polizeistation. Ach so. Bin ich überhaupt dran mit Spielen? Ja, spiel, bitte. Wer hat denn letztes Mal gespielt? Hast du überhaupt gespielt, Gregor? Doch, ich habe sehr viel gespielt sogar. Du willst jetzt nicht jetzt an Gregor. Ah, du hast recht. Nimm das! Oh Gott, fucking! Oh mein Gott! Nimm das Ding, nimm das Spray! Ja, ich nehm's jetzt. Oh jetzt bin ich schon Gott, tot. Oh Gott, ich hab's gesagt, ne? Der kommt raus, wenn du den Bildschirm einmal umgeschaltet hast. Wenn man Fabian spielen lässt. Ja, schade. Alles, das Sortieren, alles hinfällig. Das ist das Allerbeste daran. Hier, du darfst jetzt. Das finde ich richtig gut. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Das Fabian nimmt jetzt Urlaub. Voll für den Arsch. Ich hatte sogar farblich sortiert, ne? Die Balken. Ja, ich hab's gesehen. Es waren drei schöne Balken. Ja. So, weg damit. Geht nicht. Select, glaube ich. Options ist Select, oder? Ja. Options ist das neue Select. Resident Evil. Oder willst du, Gegner? Ha? Oder willst du? Nein, mach okay. Erstmal. Ich bin mental auch noch nicht angekommen. Ah, 12. Wir sind ja wirklich schon relativ weit. Ja, also ja, ist es so? Ich habe in den Comments mal gelesen, da schrieb jemand, er hätte immer nur so 3,5 Stunden gebraucht. Ja, aber das sind die Comment-Experten, ne? Okay, die jedes Spiel in 3 Stunden durchspielen. Ja, immer natürlich kann man das schaffen. Du kannst Resident Evil 1 auch in 1,5 Stunden durchspielen. Aber wir spielen das Spiel, wir rushen es. Das stimmt. Ja. Der Ficker. Also, okay. Ich meine nur die Ficker damit, nicht die coolen Leute. die sich angesprochen fühlen, die sind es auch. Die sind vielleicht gemeint. Ja.
Oh, ich habe so viel gemacht. Hast du dir richtig weh, ne? Du hast sogar das Öl gemischt, ne? Du musst das Öl nochmal mischen, ja, und du musst das Gunpowder noch in neue Schrotflintenmunition umwandeln. Muss ich? Ja gut, ich mach's. Oh ja, dieses große Dreierpack. Wo kriegen die eigentlich die Plastikflaschen her, wenn wir die kombinieren? Ne? Die Mini-Gunpowders. Das stimmt. Es gibt viele Fragen bei Resident. Wenn wir zwei kleine Flaschen zusammentun und kurz weggucken, ist da eine große Flasche. Also, 30, 62, geil. Das Lustige ist, wir haben jetzt diese Woche dann kaum noch Vorlauf vor der Aufzeichnung und der Ausstrahlung, was super ungewohnt ist bei dem Let's Play hier. Das stimmt. Ich glaube, die Folgen, die wir jetzt aufnehmen gerade, die läuft schon am Donnerstag. Oh, shit, ich muss auch was mitnehmen. Müssen wir eine Pause von einem halben Jahr machen, oder? Bevor wir dann... Was machen wir? Eine Pause von einem halben Jahr, dann ein Entschuldigungsvideo drin, war aber jetzt schon mal. Das finde ich dann wichtig, das Finale einmal aufzeichnen, machen, ja. Dann ist aber die Aufzeichnung kaputt und dann lassen wir es nochmal ein Jahr liegen. Yeah. Ey, ihr lacht, aber wir hatten jetzt all das schon. Ich gehe los jetzt, ja. Hast du alles mitgenommen? Ich weiß nicht, ich habe nicht so drauf geachtet, was du gemacht hast jetzt. Also hier bin ich ja nicht getroffen worden eben. Du bist auch rechts vorbeigelaufen. Bei mir hat er sich einfach nur geweigert, mich vorbeizulassen. So. Jetzt wird's haarig. Nimm gleich sofort mit. Ja, ich nehme ihn ja. Oh Gott, ich wollte nur abwarten, bis ich wirklich... Das ist nicht lohnt, ne? Ja, bis ich alle Schläge abbekommen habe. Ja, okay, oh, aber auch Raketenwerfer. Oh, fuck, ey. Das gibt's ja nicht. Raketenwerfer in den Rücken ist. Hey! Fair. Wahnsinn. Das ist nur eine Fleischwunde. Alter. Warum hat der überhaupt einen Raketenwerfer? Der ist doch schon so groß. Bist du gelb geworden dadurch jetzt? Nee. Da kommt er wieder. Guck erstmal auf der Map, wo du hin musst. Ja. Links oder rechts? Ich glaube links. Und einfach links, so rechts. Okay, ja, so wie es. Wieso folgt er denn da noch? Diese Kackbratze. Whoa! Alter, du Spacken! Ich hasse ihn auch, aber er macht seinen Job. Er ist nur beruflich sehr engagiert. Okay, jetzt nochmal gucken wir rum, weil hier waren diese Spinnies, ne? Ne, auch nicht. Nach links einfach? Okay, zu deiner Linken und durchjagen. Dann durch. Und ich spanne bei mir immer noch. Oh Gott, klar, jetzt kommt er. Ja. Stars. Ja. Oh, da waren blaue Kräuter. Und da müsste jetzt das sein, wo die Hunde waren und wo du in diese Garagentür rein bist, ne? Hä? Da! Oh, shit! Wo ist er denn jetzt hier? Der kommt gleich. Nein! Ich glaube, das war sein Abschied-Stars. Ach so, okay. Ja? Na, vielleicht, es war zu hart für mich. Er ist wie ein Pokémon eben, er kann nur Stars sagen, also egal was er sagt. Stars? Dann wäre er ja Stars. Du meinst wie das berühmte Start-Pokémon Mewtwo? Ja. Da hast du aber ein Ei gelegt, Fabian, oder? Es ist halt das einzige Scheiß-Pokémon, was ich kenne außer Pikachu. Oh. Ja, was jetzt? Quick-Entscheidung, oder? Das erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Quick-Entscheidung, hochziehen oder runterfallen? Irgendwie sowas, ne? Ja, und jetzt? Nee, doch nicht. Wo ist deine Shotgun? Climb up, jump off. Climb up, oder? Ich jump off. Echt jetzt? Always jump off. Fällt auf sie rauf. Glück gehabt. Oh, Loot. Ich befürchte nicht. Also jetzt hast du noch einen Gang oder so, ne? Nur als Erinnerung, es gibt bei Nemesis auch immer noch eine dritte Option, wenn man gar nichts macht. What the fuck ist da? Alter! Hab ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Lauf dran vorbei. Holy fuck. Was ist denn hier das? Noch irgendwo? Ich guck vorher noch einmal. Kannst du auch auf L2 direkt die Karte aufrufen, ne? Ja, ich will. Ob da noch ein Item ist, meinst du, ne? Irgendwo ein Item lag. Hätte auf jeden Fall. Wo kommen wir jetzt raus? Irgendwas, was vorher zu war, wahrscheinlich. Oh, das ist ein Starship. Okay. Das ist auch wieder Schrotflintenmunition, glaube ich. Aber, ja, lauf an den... Ach, da sind wir. Ach, da sind wir einfach wieder. Okay. Ja, das hat uns nicht viel gebracht. Das war ja eine sehr komische... Dings. Aber es hat uns die Möglichkeit gegeben, nochmal Energie zu verlieren. Weiß jemand, wenn wir uns hochgezogen hätten, wäre dann irgendwas anderes passiert? Oder wären wir einfach da oben geblieben und die Kisten wären dann hier vorbei? Ich glaube, wir hätten es geschafft. Kann man im Auto jetzt irgendwas holen oder so vielleicht? Nee, ne? Da, wo die Kisten rausgekommen sind. Ich finde es auch sehr schön, dass du rangieren musst, wie ein Auto, das gerade da hochgewuchtet wird. Nee, schade. So, jetzt soll, wenn sie ein bisschen breiter gebaut wäre, Jill, müsste dann, wie so beim LKW es tuten, wenn du rückwärts dann sich bewegst? Musst nur 16:9 spielen. Ja. Wo sind wir eigentlich? Warte mal. Dadurch, genau, da kommen wir in den oberen Teil der Map. Dann habe ich trotzdem nochmal, okay.
Da sind wir schon, die blauen Herbs. Reinkommen. Wollen wir das blaue Herb noch mitnehmen und in die Kiste packen? Nein. Das ist doch so ein Dauerherb, oder? So ein Dauerherb, genau. Das kannst du, glaube ich, gar nicht mitnehmen. Achso. Brauche ich, also ich leg mal. Bräuchten echt mal Speicherbänder. Das noch weg. Ja gut, ich mach's kurz. Ja, ist ja nicht gut. Hätten wir noch ein Spray zur Sicherheit? Boah, 70 Schuss. Ja, wir haben, glaube ich, noch ein Spray. Und wir haben noch jede Menge rote Kräuter. Wenn wir nochmal grüne finden, sind wir wieder ganz gut dabei. Store is correct. Sollte ich einen mitnehmen oder was meint ihr? Ein rotes? Ja, also ein Spray, ja. Ein Spray würde ich jetzt ohne Safe-Band würde ich auf jeden Fall jetzt mitnehmen. Ich glaube, dahinter waren relativ viele Gegner. Jetzt kann es sein oder täusche ich mich? Das ist nicht mehr. Ist das dieser enge Gang vielleicht? Da. Run! Oh, das sind die. Okay. Wow, wow. Okay, einfach zur nächsten Tür. Da kommen zwei von denen, glaube ich. Ja, genau. Da läuft einer schon. Boah, Alter. Ist das unheimlich. Du Fickwurst. Wow! Sehr gut gemacht. Hammer, hammer, hammer. Oh, sehr gut. Diese letzte Ecke, ey. So, als ob sie nicht richtig in die Tiefe gucken kann. Da sind nochmal zwei. Ich glaube, jetzt zu deiner Linken. Wo musste man denn jetzt nochmal hin? Nicht mehr den Fahrstuhl benutzen, das nee, oder? Ist hinfällig, nee, zu ne? deiner Linken, genau. Ja, genau. Schnell. Wie verdächtig oben diese hier Palette. Hier ist der Fahrstuhl, oder? Nein, der Fahrstuhl ist auf der Fahrstuhl anderen Seite. Der Fahrstuhl ist in der anderen Ecke. Der Gegner, lag der auch vorher schon da, oder der Typ? Das kann sein. Wir sind ja immer durchgewuchtet, weil da die Spinnies waren. Stimmt. So, jetzt, das muss der Durchgang vor dem Diner sein. Also einmal zu deiner Linken durch die Tür. Ich weiß immer noch nicht genau, wo ihr jetzt hinlauft. Ich bin aber auch echt schlecht in Orientierung. Ne, wir laufen jetzt zu dem Areal, wo wir die drei Items benutzen. Dem Bus. An dem ganz Bus, dem Zug. Nochmal links. Ach ja, klar. Deiner, ist das der hier? Ja, ja. Da oben läufst du wieder zum Diner. Da ist der Safe-Raum. Mit Airtime. Das wollte ich gerade sagen, speichern wir nochmal, aber es geht hier leider nicht. Lass uns mal auf die Karte gucken, dass wir... Ah ja, zum... Genau, wir mussten an dem Rundrad da vorbei, wo wir die Diamanten gemacht haben. Und von da aus war der Gang zum... Ich weiß doch längst, wo es lang geht. Ich versuche das für mich zusammenzufassen. Ich weiß, dass du es weißt. Oh, sehr gut. Schließen wir jetzt den Abschnitt dann ab, ne? Wenn man mit der Bahn wegfährt, dann ist das durch, oder? Das ist gut, weil dann finden wir bestimmt mal irgendwo neue Speicherbänder. Ja, für die Leute, die sich vielleicht noch gewundert haben, als wir angefangen haben, den Teil heute, da war noch auf der Karte. Oh nein, aber Scheiße. Ich muss genau dahin. Andere Stelle. Erstmal. Oh. Genau, ich würde einfach erstmal vielleicht, oder du versuchst direkt an ihm vorbeizulaufen. Also hier will ich hin. Dazu muss ich an ihm vorbei. Jetzt die Frage, ich würde irgendwann gerne noch mal auf ihn schießen, weil man kriegt dann manchmal auch fette Waffen. Du kriegst jedes Mal, aber ich denke, es lohnt sich nie. Also ja, ich glaube, es lohnt sich eher für weitere Durchgänge, oder spielt man die nicht frei und unlockt die also dann für die Zukunft? Wenn du es durchgespielt hast, kriegst du irgendeine Waffe mit unendlich Schuss, wenn ich mich nicht irre. Ja, und dann die kriegst du, glaube ich, immer, oder? Also ich glaube also er lässt manchmal Sachen fallen, wie jedes Mal. Teile für diese Megawaffe. Und so, aber vielleicht haben wir das schon. Ich glaube, dann das bringt nichts. Ich glaube, er lässt ein oder zweimal im Spiel lässt er so eine Kiste fallen, in der sind drei Heilsprays drin. Aber ich glaube, das steht in keinem Verhältnis. Und jetzt der frisst sehr viel. Ne? Der frisst sehr viel an Munition. Okay, also rennen. Wird es jetzt, glaube ich, nicht machen. Ich will das mal nach rechts vielleicht und dann wieder zurück. Wow. Oh, okay. Ach komm, hat er eben noch gegrapscht. Okay, aber jetzt kommst du vorbei. Ey, nein, was geht? Warum macht der das immer zweimal? Okay, jetzt bist du weg. Oh. Er sollte sich mal angewöhnen, mich einfach nur immer nur zu grapschen, sondern auch zuzudrücken. Merkt euch das, wenn ihr eine Frau am Hals greift, drückt zu. Das sind wertvolle Tipps. Ich werde keinerlei emotionale Reaktionen darauf zeigen, die sich später gegen mich verwenden lässt. Ja, ich auch nicht. Und ich? Also nicht denn. Alles, was ich sage, ist nur für die Zombie-Apokalypse gedacht. Also, ich kann das alles gut verwenden. Du hast schon bei einer der Spiele mit Bart-Folgen einfach mal so konkrete Tipps für Mörder gegeben. Ja, was macht diese Rumble-Dinger? Ist das ein Erdwurm oder irgendwas? Ich glaube, es ist dieser Wurm, aber vielleicht irre ich mich. Ich hätte schwören können, der kommt hier, aber da kommt haben der wir nicht später. Schon einen Teil des Wurmes gerade gesehen, wo wir unten waren, mit den kleinen Mini-Würmern? Die kleinen Mini-Würmer, ja. Das war schon ein Teil hinten von dem. Ich würde sau gern speichern. Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Wenn der jetzt kommt, wir haben wirklich nicht gespeichert. Schon das zweite Mal, dass sie jetzt... Aber es gibt bestimmt ein neuer Safe-Raum hier, ne? Ja, ich hoffe auch. Nee. Achtung! Buh. Doch. Oh. Da ist er, genau. Zeit. Muss man den bekämpfen jetzt? Ja, komm, voller Shotgun. Nee, das ach nee, der kommt von verschiedenen. Kommt auch hinter dir vielleicht? Oh Mann! Oh Gott. Der ist zu nah dran.
Jetzt will ich jetzt mal weglaufen. Jetzt, was mit dem Heilspray? Kurz gucken. Ist doch gelb, oder? Ups. Ich gucke. Vorne links ist eine Tür, ne? Ja gut, du bist doch zweimal vom Nemesis gegriffen worden dazwischen. Ja, das hätte Granatwerfer nehmen sollen, hätte ich das gewusst. Hier ist irgendwas. Oh ja, irgendwas ist hier. Kann aber sein, dass du ihn erst besiegen musst oder so. Probier mal zu drücken. Ich sag dir, der kommt doch mal wieder. Due to lack of power. Ach komm. Hä, warum? Ah, da ist noch was. Graboiden! Ich glaube, jetzt ist er wieder weg. Trifft man den überhaupt? Ach, du musst den Knopf drücken, der da hinten ist wahrscheinlich, ne? Aber es ist komisch, weil du hast überhaupt keinerlei Feedback, ne? Ob du ihn triffst oder Schaden machst oder so. Da kommt er gleich wieder. Bringt das vielleicht nichts? Ich weiß es doch nicht! Ich sehe dasselbe Spiel wie du. Ich weiß es einfach nicht. Er ist jetzt... Ja, nee. Das klang gut, oder? Ja, er hat sich auf jeden Fall anders zurückbewegt. Scheiße. Ich weiß okay, nicht. Okay, dann gehe ich wohl halt woanders hin. Ja, ach, du Spacko! Gibt es sonst nichts mehr. Der geht ja wirklich richtig weit weg. Der kann ja richtig raus aus der Ecke. Was machst du denn, wenn du jetzt hier runterfällst und du hast halt keine Waffe und nichts mit, dann bist du eigentlich geliefert, ne? Und wenn er rauskommt, hast du jetzt Zeit, da hinten was zu machen. Weiß ich nicht, ob das wirklich so funktioniert. Es sind auf jeden Fall... Lass mal testen. Nein! Ja? Ah, du Bastardwurm, ey! Okay, und den anderen im Emergency Supply. Okay, versuch ihn wegzuballern mit 3 Schüssen, dass er zurückgeht und dann kannst du ihn vielleicht anmachen, ja. Ja, lass mich doch kurz. Oh Gott. Also ich glaube, der kommt immer sofort wieder raus, aber probiert's gerne. Also ihr meint, ich soll ihn erstmal locken. Nee, achso, nee, schon hinten, wo du jetzt hinten, den zweiten Schalter drücken aber musst. Aber mit ballern. Der kommt sofort wieder dahin. Ich trau mich nicht. Oh, diese Kurven. Mann, das ist halt echt scheiße schwer! Scheißwurm! Jetzt müssen wir alles nochmal machen. Gut, zum Glück macht das dann jetzt Gregor der Gregor. Was? Ist das euer Ernst? Are you serious? Oh Mann, es lief so gut bis hierhin. Gerade die letzte Folge haben wir so schön gespielt, oder die letzten zwei und jetzt so ein Scheiß. Irgendwann muss das Karma ja herkommen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, der Wurm kommt. Nimm doch jetzt einfach den Granatwerfer mit, weil den brauchen wir hier wirklich. Aber jetzt. Die Frage ist, kann man ihn da wirklich zerstören? Ne? Hier nicht. Ich glaube hier nicht. Ich glaube im nächsten Abschnitt erst. Könnte es vielleicht sein, da wo wir runtergefallen sind, haben wir ja den Arsch vom Wurm gesehen. Wenn wir da mit dem Messer einfach mal eine halbe Stunde draufsägen. Ich weiß nicht, meinst du, das bringt was? Ich glaube, das Spiel ist so. Dann greifen sich die ganze Zeit aber diese kleinen Würmer an, die da noch im Wasser sind. Den gebe ich dir 2 Shotgun-Shots. Ja, du musst ja nicht. Das heißt natürlich überhaupt, dass ich jetzt überlebe, wie ich an Nemesis vorbeirasen muss. Oh boy. Okay, also. Warum haben wir auch so wenig Speicherbänder? Ich verstehe es nicht. Ja, wir haben halt sehr ausgiebig vorher mal gespeichert. Aber klar, eigentlich wäre es, du bist ja eben auch in einem Speicherraum vorbeigekommen. An sich ist das wahrscheinlich so gedacht, dass man vor dem Wurm halt nochmal abspeichert. Und ich wollte sogar noch häufiger speichern. Ich weiß auch nicht, was du dabei gedacht hast. Ja, oder ich verwechsel das mit irgendeinem anderen Spiel, wo man unendlich viele Speicherstände hat. Der Dreier hat unendlich viele, wenn du es auf Easy spielst, dann gibt es keine Begrenzung. Nee, aber das kann ich. Ich habe es nicht auf Easy gespielt. Macht es überhaupt Sinn, diese 3 Teile jetzt mitzunehmen? Wir kommen sowieso vorher noch an der Kiste vorbei, bevor wir an dem Dings sind. Nimm doch lieber alle Heilsprays mit. Okay. Also mir ist egal, du kannst auch... Nimm jetzt auf jeden Fall erstmal die dicken Waffen mit, genau. Ja. Das kann nicht falsch sein. Wir haben keine Rounds, oder? Nee. Kannst das... Dann nimm halt das Kabel und die Sicherung auch noch mit. Okay. Wie viele Items und das 2. Heilspray nimm auch noch mit. Sieht das gut für dich aus, Fabian, so wie es verteilt ist gerade im Menü? Geht so. Die Highsprays. Oh, warte mal, dann muss ich das mal auf die andere Seite packen. Wieso? Ist alles gut? So, also. Lass dich lieber ein, zwei Mal noch schlagen, bevor du bevor ich es dann benutze. So, haben wir alles dann sonst mit? Die 3 Sachen? Ich habe nur die Shotgun mitgenommen. Reicht auch. Grenade Launcher.
Okay, gleich zu meiner linken. Mhm. Okay. Muss gleich um die Ecke rum. Renn links an ihm vorbei, wenn es geht. Okay. Wow, wow. Puh, das war nicht links. Okay, aber jetzt nicht wieder wie Simon und ich in einen Zombie reinlaufen. Sehr gut. Du hast den anderen genommen. Ja, oh. Wir sind dafür in beide. So, links. Ich erinnere mich jetzt nicht genau. Links ist richtig. Ne, nicht. Nicht in die Wand. Schaffst du. Stars. Oh. Stars. Stars. Um der Abwechslung willen, könntest du ja mal versuchen, dich... Achtung! Oh, der Langkreuzer! Dann da hochzuziehen, wenn du in das Loch runterfällst und nicht wieder runter in die Kanalisation. Ja, mach mir. Aber dann kriegst du natürlich den schönen Gunpowder nicht. War da unten überhaupt ein Item? Der... Malaka, ich wusste schon. Hier links ist der... Ja, ich war... Achso, ich soll... Achso, okay, ja, ich kann aber wieder zurück. Das können wir, oder meinst du, das können wir später noch holen? Ich glaube nicht, dass der nochmal kommt. Ich glaube, das war sein Abschied. Aber ich weiß es natürlich nicht. Aber da vorne in der Leiche liegt sie. Ja, ja, echt holen jetzt? Moment. Du wirst bestimmt von den Vögeln angegriffen. Einfach hingehen, nehmen und direkt abhauen. Ja, siehst du, Gregor weiß, was er macht. Sehr gut. Okay, dann ziehe ich mich jetzt hoch, ja? Hm. Ja. Wahrscheinlich fällt aber nur das Gelümp auf mich ruf. Wir können auch nichts machen, ne? Dann ist aber wahrscheinlich Game Over. Dann stirbst du, glaube ich. Dann treffen dich die Kisten einfach. Es ist interessant, so ein Quicktime-Event, der aber dir nochmal Gelegenheit gibt, kurz drüber nachzudenken, was du machst. Warum wurde das nicht andersrum angewendet? Das gefällt mir. Climb up. Wow. Schön. Dramatisch. Fantastisch. Ein Meisterwerk. Ah, lustig, du kommst wirklich nie da runter dann jetzt. Mhm. Okay, also man kann sie echt nur so verwenden. Ist merkwürdig, dass man die nicht kombinieren kann mit irgendwas. So, es gibt neue Farbbänder. Nee. Ich habe sicher welche vergessen. Das wäre aber auch cool, wenn das Spiel, wir haben ja mal gesehen, dass das auf die Kräuter reagiert, wenn man irgendwie schlecht aufgestellt ist. Also hätten sie ruhig mal neue Farbbänder irgendwo hinlegen also können. Also hier, wo wir einen Safe-Raum verweisen, hier bricht es runter, ne? Ja. Und hier müssen wir hin. Ach nee, hier waren wir schon und da bricht es runter. Hier war ja Nemesis, ne? Mhm. Also okay, raus. Auf der Seite, da nach links. Na, den hast du schön verarscht. Den hast du gut verarscht. Eieieiei. Das ist nicht dein Ernst, oder? Du bist tot, ne? Ich war auf Gelb. Ich war auf Gelb. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Ist halt kein Dark Souls. Ja. Wir müssen bestimmt nochmal von vorne anfangen und weniger speichern. Das kriegen wir schon hin, auch wenn das die nächsten zwei Teile dauert. Ich hatte kurz die Idee, ob wir es schaffen, in der Aufzeichnungssession heute das durchzuspielen. Die Vorstellung allein. Wir werden, mit etwas Glück werden wir es noch in den blöden Waggon schaffen. Ich glaub's nicht. Wo ist denn eigentlich so ein Comic-Strip wie so Garfield, ich hasse Montag? Ja, das ist ein perfekter Montag. Das ist ein perfektes Montagsspiel. Aber in jeder Sprechblase steht Stars. Stars. Stars, Stars. Stars. Da muss er ran, der Fabian. Diesmal soll er's liegen. Weil erfahrungsgemäß die Konzentration und so wird ja jetzt auch nicht besser mit jedem neuen Versuch, den wir machen. Da werden Sachen, die vorher beim ersten Mal geklappt haben. Ja. Willst du das sortieren lieber für den zweiten Safe-Raum überlassen? Wo ist denn? Ich such das. Ach, das ist ja schon da. Ja, ich sortiere jetzt nichts mehr. Nee.
Es ist, eigentlich können wir uns auch das hier sparen, weil wir sterben eh in der Regel, bevor wir überhaupt. Ja, das können 30, wir alles machen, wenn wir beim zweiten Safe-Raum angekommen sind. Die 30 Dinger überhaupt verbraucht haben. Nimm das zweite Spray dann nochmal mit. Ich hatte gar keins. Oder hatte ich eins verwendet? Doch, ne? Nee, hat es glaube ich nicht. Hatte ich nicht, ne? Also es war auf Gelb, bevor ich reingegangen bin, aber die hauen wohl anscheinend richtig rein, die Spinnies. So, der Rest bleibt klein, jetzt hier, den brauchen wir nicht. Ich nehme die Magnum mit. Und ich bin schwarz wie Edina. Wobei das eigentlich Quatsch ist. Wenn du mich nervst, beiß ich zu und dann ist ganz schnell Schicht im Schacht. So. Vielleicht schaffe ich es noch vor der Werbung noch zu sterben. Vielleicht, 40 ja. Sekunden habe ich noch. Mit 8 Augen und 8 Beinen sehe ich ganz schön scheiße aus. Das ist ätzend. Darum gehe ich jetzt auch. Außen an dem einen Polizisten vorbei und dann vielleicht einmal die Richtung wechseln. Oder ich schieße einmal mit der Schrotflinte drauf. Oh. Stimmt. Schießen, auf die Idee sind wir noch gar nicht gekommen. Ja, schieß. Sehr gut gemacht. Gut, Fabian. Komisch, dass er jetzt nicht kam. Der hat auch erstmal Vortritt gelassen. Ne? Der ist so, ja, gehen Sie ruhig durch, Herr Zombie. Stausch. Ich würde sagen, wir gehen in die Werbung, wenn wir zurück sind. Gucken wir den Abspann an. Hoffentlich. Ich laufe noch schnell durch die nächste Tür und dann warte ich, bis die Werbung rum ist. Oh, merkst du, er ist irgendwie lahm heute. Ja. Nemesis. Haben wir gar nicht gesehen jetzt. Gut, Werbung. Bis gleich. Alright, es geht weiter. Versuch Nummer 4 jetzt, glaube ich, diese Stelle zu schaffen. So lang. Das ist volles Glück. Sollen wir nicht einmal mal nachgucken, was man mit dem Wurm, also falls ich jetzt soweit komme. Ja, lass dich da runterfallen und Messer hast du jetzt zwar nicht dabei, aber wir haben ein paar Shotgun-Shots. Ich meine, wir haben es ja im Grunde rausgekriegt. Du schießt auf ihn, bis er weggeht, dann musst du schnell den Button drücken, beide Buttons zusammen ergeben. Ja, okay, das Aufzug stimmt eigentlich. Also fertig. Ich dachte, du meinst, falls du jetzt runterfällst mit den Kisten. Ne? Ach so, ob man da unten noch was am Wurmhintern machen kann. Ich glaube nicht. Soll ich das zurückgehen und das Gunpowder holen? Natürlich. Ja, es lohnt sich sowieso erst wieder reinzulaufen, weil dann sind die Krähen nicht in deiner Nähe. Ja, aber die sitzen hinten auf der Leiche jetzt. Ja, nur kurz. Die werden da sowieso gesessen. Wie verhindern wir das jetzt, dass ich auch von diesem Viech in den Rücken gebissen werde? Soll ich mich vorher heilen? Nee, das ist Quatsch, oder? Also wenn du... Ich hatte ja vorhin noch einen Zombie-Biss, mehr als. Ach ja, stimmt. Ne? Das heißt, du hättest danach doch noch die Chance. Du kannst natürlich auch schießen und rennen. Einfach einmal schießen, bis der wieder oben ist. Ist man ja wahrscheinlich schon. Ja, weg. Stimmt. Oder kill ihn. Genug Waffen. Naja, da sind aber zwei. Also, du schießt erstmal auf den einen, läuft's weiter. Ich hab jetzt wieder gedacht, dass er jetzt getroffen wird. Ja, weil das so spannend inszeniert ist. Ja. So, jetzt kommt der Raum, ne, mit den Riesenmotten. Ach nee, jetzt kommt der Speicherraum, genau, in dem wir nicht speichern können. Warum? Was ist mit euch los? Warum wollt ihr immer durch dieses Gate? Ich dachte, da liegt vielleicht noch was. Wir sind da doch schon längst durchgesaugt. Wir haben das alles abgegrast. Ja, es muss aber auch echt jemand mal mit der Typewriter Inkrim-Firma in Resident Evil mal sprechen, dass nach einmal kurzen Satztippen das Ding mal leer ist. Das stimmt. So, ich probiere es jetzt, die ohne mich zu heilen vorher. Boah, ich glaube, dass sie zum Speichern jedes Mal ihre komplette Lebensgeschichte aufschreiben. Ja. Wenn ich mir so die Tagebücher angucke, wahrscheinlich waren es auch nur Leute, die gespeichert haben. Das war ein lauer Sommermorgen 1964. Okay, ein bisschen schräg um die Ecke rum. Okay, super. Alles klar. Super. Okay. Wir halten also fest, nur Gregor schafft es dann nicht vorbei. Doch. Why not? Why not, ja. So, und jetzt muss nachher zu deiner Linken. Wenn du den untersuchst, fällt bestimmt das Gelümp auf. Das glaube ich auch, tatsächlich. Ja. So, jetzt jetzt kommt Nemesis wieder, ne? Nee, noch nicht. Du musst an dem Diner vorbei. Also Simon war echt schon ganz schön wieder weit eben. Ja. Sehr ärgerlich alles. So, jetzt an der Ecke am Zombie vorbeiquetschen und dann nochmal zu deiner Linken.
Genau. Nein. Nein. Okay, deshalb bin ich genauso Zombie gebissen ist, wie du. Achso, da ist. Aber fällst du jetzt schon runter? Nee, was? Da kommt Nemesis erstmal, ja? Durch die Tür und dann nochmal durch ja, die Tür. Hier wäre noch Nemesis nochmal. Jetzt ist hier ein Speicherraum. Vielleicht liegt da wieder ein Ingribbon jetzt. Ja, geh doch mal rein. Ich guck mal nach. Stinkribbon. Leider nicht. Guck mal an einem Typewriter. Na. Oder kann man die da sonst sehen, wenn sie am Typewriter sind? Ich glaube, die liegen noch immer auf dem Tisch. Okay, gerade durch die Tür kommen wir noch durch gleich. Soll ich jetzt probieren, auch, also soll ich ja auch gleich an ihm vorbeilaufen und mich einmal packen lassen dafür? Aber du hast jetzt gar, also du hast Energie nicht aufgeladen, ne? Ich weiß nicht, ob du dann, der packt dich ja zweimal, bevor du irgendwas machen kannst. Es sei denn, du schießt ihm, nee, der hat, also der hat keine Hit-Damage oder so, ne? Der bewegt sich trotzdem weiter. Ich glaube auch, ja, wenn er rennt, kann willst er nicht. Willst du eine Shotgun, eine Grenade-Round reinhauen? Ich kann es probieren. Weil das müsste ihn zumindest ein bisschen aufhalten. Ich glaube, ich heile mich aber trotzdem. Na gut, mach das. Nehmen wir trotzdem eine Grenade-Round. Hat nicht. Du Ficker! Hat weder jetzt automatisch schießt aber, gezielt. Jetzt schießt er doch weiter auf ihn. Nee, das ist Quatsch. Ey, wenn du ihn jetzt killen würdest, wer weiß, was man da kriegt. Jetzt hast du schon einen Schuss. Na egal. Nein, egal. Ein 15er Pack Handgun Bullets. Ja, nee, aber so, manchmal gibt's interessante Sachen. Nichts mehr, ne? Nee. Plus das Ende verändert sich ja auch. Das ist die einzige Tür hier, ne? Stimmt, das war so, dass ja, dass viele Sachen das Ende so ein bisschen mit beeinflussen, ne? Bei dem hier. Ja, immer diese Quicktime-Events. Aber ich, die Reihenfolge und der, wie sich das zusammenfügt, weiß ich auch nicht. Aber jetzt falle ich runter, ne? Ja. Ja. Chill, du weißt doch, was passiert. Ich skipp das mal. Rotflinte her. Das sind Rotflinte wirklich? Das sind die Grenades? Kannst du vielleicht direkt rechts neben dir? Ich sehe irgendwie nichts, es ist so dunkel. Ach, du musst erstmal weiter. Du musst erstmal, glaube ich, hier um die Ecke rum. Okay, nee, rechts das kommt er jetzt. Ja, stimmt, hier ist und, einer. Ja. Ja, oder taucht er auf, wenn du da bist? Er ist schon da. So kriegt er dich, ja. Ich glaube, das. Du hast. Du, das Mann, nichts. Du bist zu nah dran. Ich höre, es war sehr dumm von mir, es ist wohl wahr. Kriegt er mich da jetzt auch schon wieder? Nimm die Grenades. Ich sehe hier irgendwie die Ecke nicht. Da, wo es hell ist. Ach so. Meinst du, ich echt zur Granaten nehmen? Ja. Haut er nach einem ab? Ich weiß Nein. nicht. Also du wirst nochmal gegen ihn antreten müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier okay. die beste Wahl ist. Da. Da ist es. Ja, dann nehme ich die Schrotflinte. Ja, gut. Dann guck, ob du dem wirklich irgendwie wichtig baiten ist, dass kannst. Dass du aus seiner Reichweite rausgehst. Dieses Rückwärtslaufen ist zu knapp. Ja, mit Umdrehen also, ne? Erstmal rauslaufen ja. und dann lassen zwei reinlaufen, mal umdrehen, rauslaufen, schießen, reinlaufen, drücken. Wann kommt er denn raus? Und jetzt. Das ist trotzdem. Du bist tot. Tot. Oh, es ist so ein Scheißspiel, Leute. Es ist doch nicht schlimm, komm, das erste Mal, dass wir hängen. Es ist so ein Wurm ist auch scheiße. Ist wohl der. Haben wir wirklich nur 6 Granatschüsse? Wurm drin. Weil ich brauche die noch für den nächsten Kampf mit ihm. Ich muss jetzt mal kurz auf kotzen. Toilette gehen, ja? Kurz vielleicht kotzen. Noch was. Ich muss kurz kotzen. Und das war das letzte Mal, was wir Fabian jemals gesehen haben. Ja, er wird heute nicht mehr auftauchen. Wir kommen nur raus und liegen die Kündigungspapiere nur da. Ja, jemand, der den Nemesis nicht erledigen kann, ich finde, der hat hier nichts verloren. Mhm. Du willst ihn jetzt wirklich wir mal... Wir legen ihm seine Kündigungspapiere einfach hier auf Sofa. Du haust jetzt Nemesis kaputt an dieser Kreuzung, ne? Ne, ich muss ihn ja eigentlich nicht. Ich dachte nur, weil ein Schuss schon verbraucht wurde, dann bin ich jemand, der sagt, komm, dann hau die anderen zwei auch noch drauf, weil du kriegst dafür ja was. Aber jetzt mit ihm kämpfen ist eigentlich ein Fehler. Aber ich glaube eben, dass es nicht nur zwei wären, sondern 6 Grenade Rounds und irgendwie nochmal 20 Shotgun-Schüsse. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe ihn auch fast nie bekämpft. Ich bin, glaube ich, auch fast immer abgehauen. Es gibt hier und da ein paar Ecken, wo man
auf dem Kirchturm zum Beispiel später. Ja, stimmt. Wo man eben ihn auch verletzen kann, ohne dass man Munition verliert. Ah! Oh Mann, ey! Voll vergessen! Voll vergessen, eben noch über ihn geredet! Schieß gleich auf den Zombie, wenn du unten bist, auf den unteren. So eine Scheiße, sag mal! Den noch nicht? Den hier. Da hat er die Raketenwerfer ausgepackt. Ey, das ist ja unfassbar schlimm. Das macht mich wahnsinnig. Okay, ich renne jetzt einfach durch. Ja. Links. Alter, warum hat er mich noch gekriegt? Und wir haben nur eins, aber wir kommen noch an Safe-Räumen vorbei. Oh, ich habe alles falsch eingepackt. Guck mal, ich habe nichts dabei. Wir haben ja nichts gemacht. Ich habe nur das dumme Mischöl dabei. Hast und du den Crank. Das Mischöl und den Crank mitgenommen. Alles, was nichts bringt. Hier so. Fantastisch. Super, ich habe schon zweimal einen abbekommen. Ja. Dabei wollte ich doch nur an ihm vorbeilaufen. Also ich habe geklappt. Wenn ich jetzt pinkeln war, habe ich darüber nachgedacht, dass mit dem Wurm ist aber echt auch schlecht gemacht. Ja. Einfach in so einem super engen Gang. Du siehst nichts. Wenn du jetzt wieder zurück bist, findest du grüne Kräuter. Oh, das wäre toll. Weil da waren welche an der. Stimmt, Seite. Das war die Stelle. Ja. Also ich soll jetzt wieder was machen? Nee, ich werde nochmal. Also falls du zurückgegangen wärst und Nemesis nicht mehr da ist, er hat ja seinen Abschiedsstar schon gemacht. Da waren grüne oder zumindest Kräuter aufgereiht neben der Tür. Ja, aber das waren noch blaue. Da laufen wir doch schon die ganze Zeit vorbei. Da sind es blaue und grüne. Ich konnte es nicht direkt sehen. Blaue. Ich glaube, es ist aber die Stelle, wo vorher auch die random erschienen sind. Na, vielleicht gut, kommen dann laufe ich wieder. Da mal wieder hin. Aber wie blöd, einfach mit dem dummen Wurm. Das ist einfach so, schlecht gemacht. Vielleicht ist Nemesis da, bereit sein, sofort umzudrehen. Nee. Sind nur blaue. Fuck. Darf ich jetzt googeln, wie man diesen scheiß Wurm bekämpft? Nein, ne? Aber warum? Halt schießen. Da musst du doch einfach irgendeinen Trick geben. Nein, das ist doch total scheiße. Du musst einfach schießen. Ja, aber du stehst auf so einer geraden Linie und dann, du wirst die ganze Zeit, kann der dich beißen, egal wo du stehst. Na, wenn du rechtzeitig schießt, dann kommt er gar nicht so weit nach vorne. Können wir es mal probieren, wenn wir jetzt runterfallen? Ich will nicht so tun, als ob ich das jetzt hinkriege, aber ich glaube, die Logik ist halt einfach. Du musst wirklich einfach 3-4 Mal drauf schießen, dann ist er weg. Können wir echt nichts mit dem Wurmarsch machen? Wenn du nachguckst, ist das doof, oder? Wenn wir da runterfallen? Dem Wurmarsch? Ja, wir fallen durch, also wenn wir jetzt mit den Kisten uns entschieden. Ja, wir können es mal probieren. Ich möchte nur drei. Es ist halt ein Spiel, wo du immer in Etappen einen Gegner besiegen musst. Du kannst ihn nicht vorher erledigen, indem du irgendeinen Trick benutzt, sondern dann ist er einfach unverwundbar. Verdammt. Der Wurmarsch. Kannst du direkt drücken, dann überspringst du das, ne? Oh. Okay, ich drücke. Oh, nee, geht nicht. Hier. Sehr. Da. Ach, verdammt, kann man's. Mit Share. Okay. Schnell, schnell! Climb up! Diese unspektakuläre Scheiße haben wir jetzt schon viel zu oft gesehen. Und habt ihr gesehen, so geht es. Nicht erst nochmal alles im Raum abklicken. Ich bin ja schon total frustriert. Ich merke, man merkt es euch an, ihr seid gebrochen. So schnell. Nein. Doch, ich mache jetzt alles. Das ist ja sinnlos. Wir brauchen Simon eine Ansprache, wie vom Präsidenten bei Independence Day. Wir werden es schaffen. Wir werden nicht gelangweilt von Nemesis in der Nacht zu Klump gehauen werden. Ja. Folgt mir in den Tod. Ja. Folgt mir in den Tod. Moment, wie? Ey. Du hast das Reloading-Tool nicht mitgenommen. Das Öl mal mischen? Ja, gleich. Während du jetzt gerade hier so Sachen machst, wo das Spiel nicht so richtig vorangeht, wollte ich mal kurz erzählen, weil ja wieder Montag ist. Am Wochenende habe ich mal wieder Shadow of Mordor installiert. Das habe ich damals ja nicht durchgespielt, obwohl ich einen Beitrag für Game On gemacht hatte. Ich war nur bis zur zweiten Spielhälfte. Und da muss man sagen, es ist jetzt 3 Jahre alt fast. Und es ist aber immer noch so geil, das Spiel. Es macht so viel Spaß. Wahnsinn. Ich freue mich auf den zweiten, ne? Ja, ich freue mich mega darauf. Und ich habe auch versucht, noch ein paar andere Spiele jetzt mal nachzuholen, so die schon 1-2 Jahre alt sind, so wie Assassin's Creed Syndicate zum Beispiel, auch was auch okay ist. Aber das Shadow of Mordor ist einfach so gut gealtert und es macht so viel Spaß, diese Kämpfe da drin. Ich stimme dir absolut zu. Das Wahnsinn. Ist wirklich ein tolles Spiel. Habe ich nicht noch ein Medipack? Nee. Habe ich das erste hast mir nicht zwei? Ja, ich wir hatten zwei Health Sprays. Ja. Du hast eins genommen schon? Dann muss ich wohl eins. Ja. Ich habe wirklich zweimal einen mitbekommen von ihm und es war einfach nicht tragbar. Misch doch das Öl da nochmal. Hm? Du hast Öl? Das Additiv. Denk an, jetzt kommen Öl. Die Dinger, ne?
Aber ist egal, wir haben genug Slots. Gregor möchte, dass ich das Öl mische. Mische ich das Öl. So. Ja. Bist du in einem Zimmer? Eine Zimmern, sehe ich jetzt sagen? Oh, es hat Geigs gemacht! Ja, das war richtig gut, richtig gut! Ja, Mann, wer rechnet denn damit? Verreckt! Oh, es war gut ausgewichen. Natürlich kommst du auch noch. Läuft der weg, oder? Oh Gott. Ey. Das ist ja alles schlimm. Ich hab hier gar nichts heute. Wir kommen hier nicht weiter. Und ich wollte noch eine. Wollte sogar vor kurzem noch ein extra Safe benutzen, weil ich dachte, komm, schmeiß den Scheiß doch raus. Ja, du warst immer so, dass man kann ständig speichern, das stimmt. Ey, wir haben normalerweise, wirst du zugeschissen mit Speicher Ink Ribbons. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich finde auch 12 Mal jetzt gar nicht so viel. Vielleicht haben wir einfach ein paar übersehen irgendwo, keine Ahnung. Wir haben sicher ganz am Anfang irgendwo welche liegen lassen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich hatte noch nie ein Problem mit Speichern hier. Okay, geradeaus links. Mhm. Ja, zwischendurch steht ein Zombie noch, der mich eben gegriffen hat. Bleib einfach an der linken Bildseite. Nee, ist jetzt zu spät. Ich schieß. Ja. Okay, er ist tot. Tot ist er. Er ist tot. Ist wirklich besser, einfach drauf zu schießen, als zu versuchen, rumzukommen. Mhm. Aber das war ja fies, wie bei dem Mottengegner eben. Das hat ja nichts gemacht. Ja, der war sofort da, dann instant. Da konntest du gar nichts mehr machen. Fuck. Also das kann man sich auch sparen. Kree. Das sind nur die Vögel. Kree. So, auf Nemesis mit einer Grenade Round ballern hat auch nichts gebracht. Nee, man muss einfach Glück haben und vor allen Dingen, er hat ja rechts, er hat links seine Hand. Also muss man auch jetzt da, hier links an ihm vorbeirennen eigentlich. Ja, wow, Hammer. Das war aber rechts. Mega. Ich wollte links vorbeirennen. Du hast das Richtige gedacht. Okay. Irgendwie. Nee, ich kam nicht gar nicht so schnell an seine Seite. Er war so fix. Jetzt brodelt es im Untergrund. Boah, jetzt schaff's bitte. Ich krieg jetzt schon Bauchschmerzen, ey. Ich wollte es wegdrücken. Das kannst du nicht überspringen. Jetzt schnell rechts zur Seite, meinst du? Meinst du ohne überhaupt jetzt einmal auf den Spannern? Nee, sie ist wieder zurückgegangen. Ich guck erstmal. Okay, ja, genau, da ist der eine. Wenn er hier kommt, könnte ich da nicht einfach auf also die er andere kommt. Seite? Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht so musst du wirklich schon von der Mechanik, schnell um die Ecke und das Ding drücken und wieder zurück. Bist du rückwärts? Nein. Oh, doch, das ist doch super. Ja? Du kommst viel schneller wieder raus, wenn du es so machst. Oh, du bist so klug. Du Simon. Bist so klug, Simon! Hammer. Okay, cool. Ah, ich glaube, ich nicht. Nee, ich will die nochmal drüben rauslocken jetzt. Ja. Oh. Das ist ein kluger Mensch. Wie kommt der denn immer so schnell von A nach B dann? Ja. Das ist ein Wurm. Hat wahrscheinlich zwei Enden. Ja, genau. Der zwei. Oh, es ist so scheiße. Der Level ist wirklich so scheiße designt. Es ist echt schlecht. Das wollte ich. Mach's mit dem Umdrehen gleich. Ah. Nee, der ist gar nicht getriggert. Nee, stimmt. Er ist getriggert worden. Doch. Jetzt ist nur schon zu spät. Nein, wieder ey, diese rein. Ecke! Ne? Nein! Diese Scheiß-Ecke! Nimm das Spray! Ah! Nimm das Spray! Ja, ne, heil dich jetzt. Hört jetzt auf! Hört auf, mich jetzt zu irritieren! Du bist dann tot beim nächsten Ihr Mal irritiert greifen. Mich! Heil dich doch! Hört doch bitte auf kurz! Ja, kommt der jetzt nicht mehr, weil das Ding da an ist? Doch. Jetzt gleich. Ah! Diese Ecke ist so scheiße. Halt schon rechts, wenn du ins Bild gehst wahrscheinlich, ne? Der Nächste, der mir einen Tipp gibt, der kriegt von mir mit der Schrotflinte ins Gesicht geschossen. Kein Witz. Macht keinen Unterschied. Wir sind vor dem Fernseher. Oh! Haltet die Fresse! Ich hab nichts gesagt. Ah!
muss. Das kann nicht euer Ernst sein. Jetzt. Ja. Gut, gut, du hast das. Wow. Und du musst noch auf die Leiste sofort hoch einfach. Nein! Alter, so ein... Kommt er wieder von da hinten vielleicht? So ein... Jetzt geht er hoch. Ey Leute, wer... Jetzt hier oben Nemesis und haut dich einfach sofort. Nein, oben kommt der Wurm nochmal. Echt jetzt? Ja, jetzt? Ohne Speichern? Der kommt nochmal. Hör auf, wir haben doch gar keine Energie mehr. Dann kommt er in einem anderen Areal, aber ich weiß, er kommt nochmal. Wo sind wir denn jetzt? Oh. Jetzt sind wir bei der Bahn, jetzt können wir weg, hoffentlich. Oh Mann, gut. Ja, dann folgt uns der Wurm auch noch. Das ist ja krass. Hier kommt der Hund noch, oder? Nee, später. Also der war vorher einmal da, aber der ist wieder verschwunden, nachdem Mikael die alle weggehauen hat. Das wäre so geil, mal abzuspeichern jetzt, Leute. Ja, jetzt kriegen wir wieder Safe-Scheiße. Puh, das war anstrengend. Das war richtig anstrengend. Alter. Eigentlich logisch, oder? Dass vor diesem Rätsel am Ende noch mal ein Gegner kommt. Eigentlich hätte man wissen können. Ja. Was? Eins haben wir noch nicht benutzt. Ach so. Jetzt. Oh, jetzt geht's ab. Und los geht's. Carlos, I'm sorry about Murphy, but there was nothing you could have done. Yeah, you're right, Jill. I'll operate the cable car. Nikolai won't be joining us. Come on, let's go. Greift er jetzt noch an, vielleicht der Wurm, bevor wir losfahren? Nee, der greift irgendwo an. Ich glaube, dann wirklich im nächsten Areal. I could not save my men. Ich dachte, er fährt jetzt. Du musst in den hinteren Part und dann fährt er, glaube ich, los. Oder ist das der vordere Part, wo wir jetzt hingehen? Naja. It's looking good. Wie gut, dass er fährt. Ja. Auf keinen Fall schief gehen. Lass ihn. Michael! Lauf da nicht nach hinten? Ich laufe nicht nach hinten. Du musst das, glaube ich, machen. Der wird jetzt von dem Wurm gerade gefressen und du stirbst jetzt bei dem Versuch. Ich muss gucken, ob hier vorne alles in Ordnung ist. Ja, vielleicht liegt da ja noch was alles Cooles. Fahren wir. Okay, gut. Ey, wenn jetzt Nemesis kommt, ich habe halt nichts. Hey, what's going on in the back? Ja guck doch! Ich bin die sich gerade die Hüfte hält. Mir fällt hier die halbe Milz raus und... Ja, es ist so schlimm jetzt. Wenn wir jetzt sterben, dieses Gefühl dann, diese... Na, wir haben ja eh... Oh, oh. Michael! Ja, was hast du denn gedacht? Jetzt auf dem kleinen Areal, oder was? Ich muss einfach wieder zurück. Ob das sinnvoll ist. Glaubst du, er hält sich nicht an Türen? Ich glaube nicht an Türen. Ja. Tot. Die Folge schneiden wir einfach komplett raus aus dem ganzen Let's Play. Die hat nichts gebracht, außer dass sie uns abgefuckt hat. Keine Angst, die andere wird genauso aussehen wie diese. Die Leute wollen das sehen. Wir hören jetzt einfach auf und brechen. Wir haben lange kein Let's Play mehr abgebrochen. Ich finde, jetzt ist mal wieder an der Zeit. Nein, auf gar keinen Fall. Das wird jetzt durchgezogen. Die Frage ist nur... Das schaffen wir niemals, Leute. Ach, natürlich. Jetzt haben wir ja die Methode, wie wir... Wenn es ein bisschen vorbei, was noch Piu-Piu hier und so. Schön, ich finde es gut, deine Motivation und dein Durchhaltevermögen. Ja, wirklich, das geht. Es ist halt nervig. Aber natürlich schaffen wir es irgendwann. Und dann werden wir uns sehr freuen. Machen wir denn in den 3 Minuten 30 noch irgendwas Sinnvolles? Ja, wir machen schon mal den ganzen Bullshit-Kram wieder. Also auf dem Weg können wir uns jetzt schon... Oder wollen wir einfach direkt in die nächste Folge gehen? Das ist die Frage, ja. Was meint ihr? Ich glaube, jetzt noch kurz damit anzufangen. Lass uns lieber mit... Okay, dann gehen wir jetzt raus. Oh, da hast du richtig gar keinen Bock mehr. Und dann Folge 6 schaffen wir es.